Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Kollege Schemmer, Sie bekommen vielleicht keine Rede aus dem Ministerium, aber wie überzeugt Sie von Ihrem Redestoff sind, das hat man ja mal wieder gemerkt, indem Sie jedes Wort abgelesen haben. Irgendeiner schreibt ja die Reden, vielleicht ein Fraktionsreferent, und Sie lesen das hier 1:1 ab. Ganz großes Kino wieder gewesen. Respekt für diese Leistung. Ja, hausintern gemacht und komplett abgelesen. Lieber Kollege Christoph Rasche, man kann ja unterschiedlicher Auffassung bei der Thematik sein, aber das, was Sie hier geliefert haben eben gerade, da ist es gut, dass die FDP keine Verantwortung im Land hat und hoffentlich auch keine bekommen wird. Aber bei Ihren Koalitionsaussagen ist ja auch die Gefahr relativ gering. Weil bei dieser Gigaliner-Geschichte sich hier hinzustellen und das wirklich 100% über den grünen Klee zu loben und überhaupt keine Gefahrstelle zu sehen, das ist wirklich eine wirklich bemerkenswerte Leistung. Das kann man sonst nur in Kirchen erleben, aber selbst die sind ja selbstkritischer heutzutage. Da ist nur die FDP. Ich habe ganz genau zugehört, lieber Dietmar Borkes, jedes Wort. Und ich fand es wirklich erschreckend, weil es absolut unverantwortlich war. Warum sagen denn auch heute noch über 70% der Verkehrsteilnehmer in jeder Umfrage, egal ob nun Infratest oder Forsa fragt, sie lehnen den Einsatz von Groß-LKW oder Gigalinern ab, weil es Sorgen gibt, was die Verkehrssicherheit angeht, was die Frage von Überholvorgängen angeht, was die Frage von Einfädelungen angeht, was die Frage von Blockaden in Ein- und Zufahrten angeht, was die Parkplatzsituation auf Raststätten angeht, etc. Und sich dann einfach hier hinzustellen, sozusagen in Ex-Kathedra-Umsetzung von großen Speditionen, die wahrscheinlich den Redetext nachher von Christoph Rasche auch zugeschickt bekommen, und zu sagen, das ist alles, jetzt bin ich am Reden, Sie können mir ja gerne eine Zwischenfrage stellen, jetzt bin ich dran, ja, sich hier hinzustellen und zu sagen, es gibt überhaupt keinen Grund, den Einsatz von Gigaliner überhaupt in Frage zu stellen, das ist eine bemerkenswerte Glanzleistung, für die die FDP hier zur Verantwortung zu ziehen ist. Ja, lieber Präsident, das ist zwar Ihre Fraktion, aber meine Frage wäre, ob die Zwischenrufe in der Lautstärke geduldet werden oder ob ich vielleicht fortfahren kann. Lieber Herr Kollege Glocke, es ist parlamentarische Übung, dass Zwischenrufe dazugehört zu einer Debatte. Ja. Das ist ja nicht der Raum der Stille hier. Nein, keineswegs. Und verlassen Sie sich drauf. Ich bin auch schon 7 Jahre Abgeordneter. Verlassen Sie sich drauf. Ich möchte das auch nicht mit Ihnen debattieren. Verlassen Sie sich darauf, dass ich darauf achten werde, dass Sie Ihre Rede ungestört durch übermäßige Geräuschentwicklung zu Ende bringen können. Also nur zu, nur zu. Gut, fahre also in der Rede fort. Wir haben uns entschieden für diesen Entschließungsantrag, weil wir natürlich sehen, dass mit der Genehmigung, die der Bundesminister erteilt hat, zum 1.1. eine Situation im größten Bundesland auftaucht, dass es zu Schwierigkeiten kommen kann bei der Durchfahrt von LKWs. Und wir wollen nicht, dass Unternehmen, dass Speditionen hier in eine schwierige Situation kommen. Aber wie seriös die Erteilung des Gutachtens, also die Erteilung der Genehmigung seitens des Bundesministers ist, konnte man ja schon in der Abfolge sehen. Denn das BAST-Gutachten war zu dem Zeitpunkt, wo Dobrindt sich in Berlin vor die Presse gestellt hat und die Genehmigung erteilt hat, weder veröffentlicht noch im Haus oder gegenüber den Fraktionen oder im Ausschuss ausgewertet. Das heißt, das Urteil, was der Bundesverkehrsminister hier getroffen hat, das stand schon lange vor dem Gutachten fest. Es war klar, dass es hier eine entsprechende Genehmigung geben wird. Wenn man sich das Gutachten ja durchguckt, gibt es ja eine ganze Reihe von Punkten, wo Fragestellungen geäußert werden, denen nachzugehen ist. Und es gibt auch eine ganze Reihe von weiteren Gutachten von Hochschulen, Universität Potsdam ist zu nennen, Universität Duisburg-Essen in der Verkehrswissenschaft, die sich mit der gleichen Thematik beschäftigt haben, wo es durchaus eine ganze Reihe von Fragestellungen gibt, die wir auch in unserem Antrag aufgreifen, die eben nicht eine 1:1-Genehmigung auf allen Straßen erteilen wollen, sondern Gefahrenstellen nennen. Und deswegen haben wir diesen Entschließungsantrag vorgelegt, um aufzuzeigen, man kann nicht guten Gewissens auf nordrhein-westfälischen Autobahnen Gigalinern in allen Streckenführungen entsprechend eine Genehmigung erteilen, sondern man muss sehr, sehr sorgfältig prüfen, auf welchen Streckenabschnitten dies im Land möglich ist. Und deswegen haben wir diesen Antrag vorgelegt. Wir bitten das Ministerium, das entsprechend zu prüfen, den Ausschuss auch darüber zu informieren, hier die entsprechenden Genehmigungen sehr sorgfältig auch abzuwägen, damit es nicht auf der einen Seite zu einer Blockade kommt. Es kann nicht sein, diese Argumentation teilen wir, diese Auffassung haben wir auch, dass alle Bundesländer
ein, sozusagen die Ermöglichung hier freischalten und dass Nordrhein-Westfalen mit einer Insellösung hier die nächsten Jahre bestehen kann. Aber wir bitten sehr sorgfältig zu gucken, dass Verkehrssicherheit gewährleistet ist, dass entsprechend die Straßentauglichkeit auch überprüft wird, dass in unseren teilweise maroden Brücken, dass sehr genau darauf geachtet wird, welche Streckenabschnitte freizugeben sind. Und das zusammen in einem Paket sollte das Ministerium entsprechend dem Ausschuss vorlegen, bevor entsprechende Genehmigungen erteilt werden. Das ist der Hintergrund unseres Entschließungsantrages. Wir können den FDP-Antrag eigentlich nur ablehnen. Wir werden heute beide Anträge in den Ausschuss zu einer Debatte überweisen. Aber für irgendwelche Urteile, das ist alles gut, es ist alles richtig, wir können das einfach nur freigeben. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Es gibt eine ganze Reihe von Gefahrstellen, die noch nicht abgeräumt sind. Und diese Debatte sollten wir miteinander führen, weil es nämlich um Verkehrssicherheit geht, um das Leben von Menschen und um auch die Existenz von Personen hier im Straßenverkehr. Und die Menschen haben ein ganz gutes Gespür, was richtig und falsch ist an der Stelle. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.